Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Leisering. Vielen Dank, meine Herren. In Zeiten von Globalisierung und Krisen sind die Herausforderungen groß. Es gibt praktisch nichts, was man nicht noch besser machen könnte. Meine Herren, ich möchte Sie zum Abschluss bitten, in wenigen Sätzen einen Ausblick in die Zukunft zu wagen. Wie sehen die Aufgaben Ihrer Gesellschaften heute, morgen und in 5 Jahren aus? Was läuft gut? Wo gibt es Optimierungspotenziale? Welche neuen Chancen sehen Sie? Beginnen wir mit Ihnen, Herr Bertermann. Ein Ausblick. Ich glaube, da habe ich es am leichtesten, wenn ich die lokale Ebene, nämlich Norderstedt, nehme. Wobei ja deutlich geworden ist, wir als Norderstedter sind im Nordgate eben nicht nur auf der lokalen Ebene geblieben, sondern haben uns in dieser Wirtschaftsregion Partner gesucht und die sich auch gefunden. Als Ausblick von mir auf der lokalen Ebene, man muss es vielleicht in 2 Bereichen sehen. Das eine ist, wohin wird sich die Stadt entwickeln? Demografischer Wandel ist für uns alle ja ein Thema. Und im Moment ist Norderstedt als 5. größte Stadt die einzige bei den 5 größten Städten, die auch weiterhin wächst. Wir sind heute bei etwa 75.000 Einwohner. Die Zielsetzung sind 78.000, 80.000 Einwohner. Dahin wird es sicherlich auch kommen. Wir werden dazu auch die entsprechende Zahl von Arbeitsplätzen im Nordport, im Frederikspark zur Verfügung stellen und auf den Weg bringen. Nun ist es aber ja auch so, und das sagte ich vorhin, wir werden keine neuen Gewerbegebiete mehr machen können. Dazu ist das Potenzial nicht da. Aber, und das ist entscheidend, und so sehen wir es auch als Gesellschaft, es bedarf keiner neuen Gebiete, es bedarf auch aus ökologischer Sicht, aus ökologischen Gesichtspunkten keiner neuen Gebiete. Wir haben ja einiges an Gewerbegebieten, die mittlerweile einen Reifegrad erreicht haben, der auch Aktivitäten in diesen Gebieten erforderlich macht. Nehmen Sie wieder Nordport und das angrenzende Gebiet Nettelkrögen. Ich finde es super, wenn man sehen kann, dass durch den Nordport ja eben nicht nur im Nordport Entwicklungen ausgelöst wurden, sondern dass Nettelkrögen jetzt auch profitiert. Unser Job als Gesellschaft wird zunehmend in der Zukunft sein, keine neuen Flächen zu entwickeln, sondern in den bestehenden Gebieten, im Nettelkrögen oder auch in den anderen Gewerbegebieten, im Sinne von Revitalisierung, die dortigen Eigentümer zu unterstützen, vielleicht auch mal die ein oder andere Immobilie und Flächen zu erwerben, auch im Sinne von Sanierung zu erwerben und dort neue Entwicklungen auf den Weg zu bringen. Das wird für Norderstedt als Wirtschaftsstandort sicherlich eine Aufgabe sein und damit für uns als städtische Entwicklungsgesellschaft sowieso. Als Entwicklungsgesellschaft, in Ihrem Eingangstrailer sagten Sie es ja schon, wir haben uns in den ja nun fast ja 35 Jahren oder sogar mehr als 35 Jahren, in denen es die Gesellschaft gibt, hat sie sich weiterentwickelt. Und gerade in den letzten Jahren haben wir erhebliche Schritte getan in der Weiterentwicklung, um den Anforderungen an Wirtschaftsförderung und an Stadtentwicklung gerecht werden zu können. Strategische Flächensicherung hatten Sie genannt als ein Beispiel. Wir werden zukünftig durch die Stadt beauftragt, jetzt auch schon im Stadtgebiet Grundstücksgeschäfte tätigen, um Stadtentwicklungsprojekte auf den Weg zu bringen. Nicht, wie ich ja eben sagte, in neuen Gebieten, sondern auch in bestehenden Gebieten. Wir haben das Fördermittelmanagement für den Schmuggelstieg und damit auch ein Stück weit die Begleitung des Quartiersmanagements zunehmend oder zusätzlich als Aufgabe bekommen. Und wir haben vor 2 Jahren das Projekt One-Stop-Agency Norderstedt auf den Weg gebracht. Das ist kein neuer Begriff, der ist auch nicht von mir, aber ist sehr treffend. Wir bieten dem Unternehmer an, sofern er es denn wünscht, als einziger Ansprechpartner in Norderstedt, ihn bei all seinen Belangen in Richtung Kommune oder Stadt, wenn es um Beitragsgeschichten geht, wenn es um Genehmigungsgeschichten geht, aber auch darüber hinaus zu beraten und da, wo wir es selber nicht können oder auch dürfen, ihm die richtigen Gesprächspartner zu nennen. Als Gesellschaft haben wir uns dafür gut aufgestellt in den letzten Jahren. Mittlerweile sind wir 11 und vom Stadtplaner über die Juristin bis hin zum Journalisten haben wir alles dabei. Da bin ich als Diplomkaufmann noch fast der Schlichteste im Haus. Also ich denke, dass da die Richtung oder der Weg hingeht, stärker zu diversifizieren und stärker im Bestand, in dem, was es heute schon hier gibt, zu arbeiten. Denn wie wir vorhin ja schon festgestellt haben, ein Großteil der Arbeit ist eben die Bestandspflege und die wird sich zukünftig intensivieren. Vielen Dank, Herr Bertermann. Herr Schröers, Ihr Fazit. Es ist ähnlich. Bei Neuansiedlungen sind rückläufig. Das Neuansiedlungsgeschäft wird in Zukunft nicht mehr eine solche große Rolle spielen, weil einfach das Potenzial an Unternehmen da ist, nicht mehr da ist, das durch die Welt vagabundiert und einen neuen Standort sucht. Das gibt es nicht mehr. Auch Ansiedlungen aus Erweiterung von bestehenden Betrieben haben in den letzten Jahren sehr stark abgenommen. Wir werden dazu kommen, bestehende Gebiete zu revitalisieren, Altlasten zu sanieren. Das ist eine der zukünftigen Aufgaben. Und was wir darüber hinaus tun, ist natürlich das, was Wirtschaftsförderung eigentlich immer macht.
Impulse setzen, sich im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung auch immer neu zu erfinden, aktuelle Probleme aufzugreifen, dafür Lösungen aufzuzeigen, ob es nun die geringe Breitbandquote ist. Wir haben ja Unternehmen in den Gewerbegebieten, die noch unter ein MB angeschlossen sind im Internet. Das ist heute eigentlich nicht mehr vertretbar. Und da überhaupt eine Initiative loszutreten und das in die Köpfe reinzubringen, das ist in Zukunft immer mehr Aufgabe der Wirtschaftsförderung. Die regionalen Entwicklungskonzepte, die wir für Helgoland machen, die wir für einzelne Städte anbieten und fördern oder die wir anstoßen für die A20, für die A23 und für die A7. Die Fördermittelberatung läuft auch bei diesen Entwicklungskonzepten über unser Haus. Da geht es ja genau darum, was hier verschiedentlich schon thematisiert worden ist. Wie kann man aus den Veränderungen, aus der Fehmarn-Belt-Querung, aus der Globalisierung Rückschlüsse darauf ziehen, was an unseren Entwicklungsachsen, das sind nun mal die Autobahnen, die von Hamburg raus in die Welt gehen. Wie kann man Rückschlüsse daraus ziehen, welche Entwicklungen an den Entwicklungsachsen stattfinden? Wo brauchen wir Gewerbegebiete? Wo gibt es in Zukunft Entleerungsräume oder Wachstumsräume? Wie kann man politisch dagegen stoßen? Das zu sensibilisieren, das in die Köpfe reinzubringen und reif zu machen für politische Entscheidungen. Das ist eine der Hauptaufgaben. Viele der Projekte, die wir haben, sind von vornherein befristet. Ich habe das Projekt vorgestellt, Qualifizierungsberatung. Das ist ein Projekt, das für 2, 3, 4, 5 Jahre angesetzt ist. Und wenn es dann Erfolg hat, dann kann es vielleicht auch ein Privater weiterführen. Wir ziehen uns dann in jedem Fall daraus zurück. Wir wollen Impulse setzen für die wirtschaftliche Entwicklung. Und das ist eigentlich unsere Kernaufgabe und deswegen wird auch in Zukunft das Geschäft immer wandelbar bleiben. Was bleibt, ist sicherlich immer das Angebot für die Gewerbegebietsentwicklung. Das ist einer der Grundfaktoren und der Grundarbeitsbereiche der Wirtschaftsförderung.